Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineers hier auf The Nerdum Way of Life mit dem wunderbaren Digiheld. Ah, moin. Down, unserer Computerstimme. Hallo, hallo. Und mir, dem Drake. Und wir grüßen heute Klötze. Die Stadt Klötze oder Dorf. Ich weiß gar nicht übrigens, ob das überhaupt alle Städte sind oder ob da auch Dörfer zwischen sind, aber ich glaube, es sind nur Städte. Nee. Hier, Klötze. Nee, wie heißt das Pferd bei Witcher? Plötze. Wie aus der Pistole geschossen. Woher weiß ich das? Ich habe keine Ahnung. Ja, wir sind schon auf dem Mond gewesen, haben festgestellt, da fehlen noch ein paar Triebwerke an der Rakete. Deswegen sind wir zurückgekommen, in der Zeit zurückgereist quasi und haben jetzt einfach nochmal ein paar Triebwerke. Da der Digi, der baut die da noch schnell ran. Wieso kann ich jetzt... Ja, genau, so sieht's aus. Aber ich... Wieso geht das nicht? Nein, das wollte ich jetzt nicht hören. Verdammte Inzucht. Ey, ich meine, verdammtes Schweine. Die Schweine. Schon viel besser. So, ja, ich wollte ein paar große Rohre machen. Jetzt muss ich doch die aus der Hose nehmen. Ja. Ärgerlich. Ja, stimmt. Deba hat was geschrieben. Schon wieder? Bild und Ton sind so gut, meine Internetleitung hier schafft das gar nicht so gut, ist das. Hab mich jetzt auf Audio beschränkt. Ah ja, wir sind bei Deba sind wir wieder hörbuchmäßig am Start. Ja, das ist gut. Aber warum? Ich denke, du kommst aus einer großen Stadt hier in Deutschland und da muss doch vernünftiges Internet sein. Was ist da los? Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen in der letzten Folge, ne? Haben wir? Ja. Ich weiß gar nicht, war das bei Space Engineers? Ich glaube, das war aber eher bei... Da haben wir ja drüber geredet, dass es halt tatsächlich auf den auf den Dörfern inzwischen, also zumindest hier bei uns in Österreich, dass es hier durchaus mehr Bandbreite gibt als in den Großstädten. Ja. Weil halt jetzt irgendwie von der Telekom unabhängige Unternehmen oder von Kabel Deutschland unabhängige Unternehmen halt hier am Start sind. Und Glasfaser legen, weil halt die Telekom oder andere große Unternehmen einfach zu dumm sind. Um das mal irgendwie in Worte zu fassen. Aber ich kann das auch gerne nochmal in Zahlen sagen. Telekom, ihr seid scheiße dumm. Oh. Ja, man muss ja irgendwie auch mal Feedback geben. So, da freuen die sich. Ja, die müssen ja auch aus ihren Fehlern lernen können. Und weil die einfach zu dumm sind, um ihre Fehler selber zu sehen, muss man es halt einfach immer wieder in die Fresse hauen, dass sie einfach unfähig sind. Aber die haben wir jetzt auch wieder im... Die haben wir durch Mobile America, haben sie jetzt wieder Kohle gemacht und deswegen, ja. Solange die Kohle fließt, ändert sich da wohl auch nichts. War das ja immer so. Ja. So, Deba sagt, ich lebe nicht in der Stadt, sondern auf dem Land. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Und dann gibt's noch Frage von Deba. Ihr denkt aber daran, dass ich dann auch die normalen Raster für das Weltall brauche? Ja, da haben wir tatsächlich schon dran gedacht. Ne? Oder Dre? Hätte er mal die letzte Folge gesehen, ne? Ja, hätte er mal die letzte Folge gesehen. Da zeigen sich die untreuen Tomaten nämlich wieder. Hat er wieder nicht aufgepasst, der Junge. Hat Digi alles erklärt am Anfang. Ja. Aber hier, der Deba, der ist ja auch irgendwie schreibfaul geworden, ne? Also das auch noch? Ja, also er schreibt gar nicht mehr. Bin ein bisschen traurig auch. Aber ich komm klar, Deba, ich komm klar. Oh Gott. Kannst du mal bitte ein bisschen was schreiben? Ganz schnell. Ich kann den Mann nicht heulen hören. Ja, das könnte ich auch nicht ertragen. Und Deba schreibt noch. Und hier... habe ich eine 16K-Leitung, die es einfach nicht bringt. Eine 16K-Leitung bringt es nicht? Ach du Scheiße. Ja, aber da habe ich ja sogar eine bessere hier. Und das soll schon was heißen. Das soll wirklich was heißen. Es hieß früher in der Schule, hieß es immer, Dre, das ist doch der mit der schlechten Internetleitung. Das hieß das immer. Ja, 16K, ey, krass. Ich habe mich ja jetzt auch ein bisschen wieder auseinandergesetzt mit Internetanbietern und so, wegen Umziehen und was soll ich sagen, die Stadtwerke sind einfach die besten im Moment. Also zumindest bei uns hier in Österreich. Die ja. Österreichischen Stadtwerke, korrekt.
ziehe ja in ein anderes Kanton. Heißt das Kanton? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube schon, ne? Ist das ist oder, ist, oder sind das die Schweizer? Das können auch die Schweizer sein. Oh, 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 das wird wieder, Hasskommentare. Ja. Wieder ein Dislike mehr. Ja, oh, hast gesehen, schon wieder, wir kriegen schon wieder Dislikes, ne? Echt? Ja, immer auf die politischen Themen. Ja? Ja. Das cool. Schöne ist aber, ich habe gelernt, Dislikes sind auch gut. Also schlimmer wäre gar kein Daumen. Nee, aber jetzt, also, das habe ich noch nicht gesehen. Jetzt irgendwie bei dem Sachsenwald oder wo? Nee, nicht schon wieder irgendwie. Ich will auch nicht mehr über. Aber das Ding ist, ich habe auch sogar in der Videobeschreibung, nee, nicht Beschreibung, sondern in dem Text, der halt dann dazu mit online geht, habe ich sogar noch reingeschrieben, dass ich mir fast unsicher war, diese Folge online zu stellen überhaupt. Weil sie halt, weil sie wirklich sehr. Wir sind da schon sehr politisch gewesen. Naja. Ich weiß aber auch nicht mehr den Inhalt. Ich habe mir die noch nicht wieder angeguckt. Ich weiß nur, dass ich das geschrieben habe. Aber als Verfechter von unzensierten Spielen und so, solltest Exakt. Du ja da irgendwie nicht ganz so Bauchschmerzen haben. Das wäre ja sehr merkwürdig. Exakt. Das ist auch genau das, was ich dann noch dahinter geschrieben habe. Aber das wäre ja Zensur. Also wenn ich es nicht online stellen würde, wäre das Zensur. Das wäre sogar noch schlimmer. Das wäre dann sogar Eigenzensur. Ja, Selbstzensur ist das Allerschlimmste also, von allen. Selbstzensur, genau, ja. Man muss zu dem stehen, was man macht. Wieso geht das nicht? Und Deber schreibt also, das Untreu kam jetzt hart. Wer hat was von Untreu gesagt? Ich bin heute, ich habe mir vorgenommen, in dieser Session mal nicht der Fiese zu sein. ich fahre damit im Moment ganz gut. Okay. Habe ich Untreu gesagt? Ja. Achso. Ja, ich gehe einfach davon aus, dass jemand, der so gerne schreibt wie du, dann anderen schreibt. Tut ja richtig weh. Ja, das tut auch weh. Alter, ich brauche hier unheimlich viele Motoren. Unheimlich viele Motoren. Die kriege ich gar nicht rein. Ist ja unheimlich. Ach ja. Also nee. Für die Thruster jetzt, ne? Ich brauche 1136 Motoren pro Triebwerk. What? Das ist eine ganze Menge. Weil ich kriege nur so um die 400 Triebwerke überhaupt rein. Triebwerk, ich meine Motoren. Und wie viele Triebwerke haben wir? 4. Motoren brauchen Eisen, Gold, was war das noch? Das war eine ganze Menge, was sie brauchen, ne? Mhm. Nummer. Ja, wir kommen in dieser Session definitiv noch auf den Mond. Alter Vater, ey, wie, oh scheiße. Eigentlich müsste ich so ein Schweißschiff haben. Haben wir nicht ein Schweißschiff? Haben wir noch ein Schweißschiff? Ich weiß nicht. Ach, das Ding, das ist anders. Stimmt. Ah, jetzt habe ich um Platz zu schaffen, habe ich mein, nee, das sage ich nicht. Das ist so dumm. Mir fällt gerade ein, du wolltest uns in der letzten Folge noch teilhaben lassen an etwas, was du gerade frisch entdeckt hattest. Ja, aber das tue ich doch nicht. Oh. Wieder ein Dislike. Ja. Es gibt einen Kommentar von Diva. Natürlich. Die W3 und so schaffe ich zeitlich nicht zu schauen, weshalb da wieder ein Rückstand von 15 Folgen bei mir ist. Aber wie du weißt, ziehe ich mir 15 Folgen locker mal zwischendurch rein. Dann hagelt es auch wieder Kommentare. Und mal zu Digi. Digi schiebt also Eifersucht. Ja, aber sowas von. Aber sowas von. Also, wenn ich rausfinde, auf welchen Kanal du schreibst, den bringe ich um. Der wird gedisliked. Der wird gedisliked, genau. Den mobb ich. Mit Kommentaren, den spam ich mit Kommentaren voll. Boah, geil, die Kolben haben ja auch neue Sounds. Die Kolben? Ich habe hier gerade mal meinen Kolben ausgefahren und das klang ganz unterhaltsam. Okay. Ja, ja. Nein, ich frage nicht nach. Ich auch nicht. Was macht denn unser Weißschiff? Ey, sonst geht mir das echt auf den Sack. Das sieht doch noch gut aus.
Den können wir doch noch nehmen. Ja, das läuft. Oh. Ich muss unbedingt mal die Werner-Filme mal wieder gucken, ey. Das ist ja noch gut. Der ist doch noch gut. Eggert, leg den mal zu die anderen in den Keller. Der ist doch noch gut. Ja, Meister. Du, das Note, das hast hier so rumoxidiert. Genau. Oh, Werner, ey. Ich hatte... Und Deva sagt. Ja. Setz dich durch. Und Deva sagt, ihr seid doch die Einzigen für mich. Oh mein Gott. Ich hätte fast gebrochen gerade. Ja, super. Das freut uns sehr. Ich bin jetzt allerdings auch ein bisschen sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich sagen sollte. Deswegen rede ich auch die ganze Zeit. Ja. Ja. Du weißt, Deva, wir haben immer Platz in unserer Hose. Ja, genau. Ich wollte auch gerade irgendwie sowas sagen mit der Hose. Ich habe immer eine offene Hose für dich oder irgendwie sowas wollte ich sagen. Ist aber Quatsch. Ja, aber ich bin dir zuvor gekommen. Ja, hast du ja auch gut gemacht. Ich hab übrigens eine Serienempfehlung. Und zwar Black Mirror. Ist keine richtige Serie, ist glaube ich, man nennt das Anthology oder was? Also es sind keine zusammenhängenden Folgen, aber... Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Hat, glaube ich, 3 Staffeln und jede Staffel hat, glaube ich, 3 Folgen. Und jede Folge geht irgendwie eine Dreiviertelstunde. Ja, und hat dann praktisch sein eigenes Thema, ne? So wie zum Beispiel Implantate im Kopf, wo man halt irgendwie Erinnerungen immer wieder abspielen kann. Hat die schon gesehen? Wieso haben wir denn da noch nicht drüber gesprochen? Ja, mein Gott, man muss ja nicht über alles reden oder so. Aber das ist eine super Folge, das stimmt. Also eine Serie. Also jede Folge für sich hat irgendwie so ein... Wow, finde ich. So, also man kann über jede Folge einzeln nachdenken. Das ist so richtig eine feine Nummer. Das ist auch so, das hinterlässt einen auch so ein bisschen nachdenklich. Genau. Ja. Ja, das stimmt. Das ist ganz geil. Also ich fand auch die Folge mit den Erinnerungen, das war, glaube ich, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, mal eben zurückspulen, dann fand ich das, glaube ich, schon die krasseste so. Okay. Jetzt so den größten Eindruck hinterlassen. Was ich auch krass fand, das war mit der, war das eine Prinzessin oder sowas? Mit dem entführten Mädchen? Direkt die erste, ja. Die fand ich auch krass. Alter Vater. Aber da haben sie, glaube ich, genau das richtige Thema, sag ich mal, rausgesucht, um halt einzusteigen in die Serie, ne? Da willst du halt dranbleiben, da willst du halt wissen, was passiert, wie geht das da weiter. Ja, aber das, ja? Also bei mir war es so, ich dachte so, what? Was soll der machen? Und macht der das am Ende noch? Und da wusste ich noch nicht, dass es eine Anthology ist. Also ach so, du meinst jetzt nicht irgendwie, wie geht das weiter mit den, wie ist jetzt die nächste Folge? So, ja, okay. Mhm. Ich wollte halt wissen, wie lösen sie das Ganze auf? Ich wusste nicht, dass sie das in einem Ding abhandeln. Ja. Ja, das war ziemlich krasser Tobak. Mhm, schon eine fiese Nummer. Wieso passt das nicht zum... Scheiße. Ja, Black Mirror nochmal so. Wenn ihr Netflix habt, habt ihr die Serie auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob die noch bei Amazon oder irgendwas läuft. Wo hast du sie gesehen? Netflix. Netflix auch, okay. Ja. Eigentlich wollte ich die nur so im Hintergrund laufen lassen, aber dann habe ich mich doch sehr darauf konzentriert. Nee. Nix Energy Low, da habe ich jetzt keine Zeit für, Mädchen. So, wir wollen mal schauen. Der Lieber will was sagen. Nee. Daumen und so gebe ich eigentlich auch immer. Auch wenn ich vieles nicht schaue. Mhm. Da setze ich mich dann die Tage auch mal wieder ran und gebe überall den Daumen. Das ist super, das finde ich gut. Dann habe ich zumindest einen Daumen. Bei Dings musst du dich aber irgendwie bei The Witcher. Da laufen jetzt die letzten Folgen. Also ich glaube, Montag kommt die letzte Folge raus. Dann ist Schluss mit The Witcher. Mit dem Hauptspiel? Dann ist Schluss mit dem Hauptspiel. Weiß ich noch nicht. Achso, weiß noch nicht, ob du weitermachst, meinst du? Ja, ich denke mal schon. Aber ist halt irgendwie so, dass ich halt... das kann aber noch ein bisschen dauern, bis ich da weitermache. Hm. Was ist mit Primal? Das ist jetzt ja auch raus, Far Cry. Ja, ich glaube, das werde ich wohl nicht zum Vollpreis kaufen. Nee? Nee.
Also mich interessiert das Thema schon so, ne? Das ist aber, es scheint irgendwie so, wenn ich habe mir so ein paar Tests durchgelesen und viele tendieren dahin, dass das Spiel mehr so ein es scheint schon fast so ein Grinder-Spiel zu sein. Oh, okay. Also du musst halt irgendwie tatsächlich, also die haben die Ubisoft-Formel haben sie wohl aber hart angesetzt, da. Okay, endlich mal. Ja, endlich mal so ein bisschen grinden, ne? Habe ich auch nicht so ganz verstanden, aber ja. Also die hätten da wohl durchaus mehr mal ausmachen können. Sie haben wohl, also die Welt ist wohl von Far Cry Primal super geil auch und stimmungsvoll und unterhalten und alles. Mhm. Aber dann halt mit den ganzen Nebenquests und was man da machen soll und ja, man muss dann halt dann auch, also bei den anderen Far Cry Titeln war das halt irgendwie so nicht so ganz so wichtig, wenn du viele Sachen nicht gemacht hast. Also keine Ahnung, Taschen bauen oder sowas. Das ist jetzt aber hier wohl sehr dringend, sehr wichtig. Und was wohl auch hart ist, ist warte, komme ich noch drauf? Ne, komme ich nicht mehr drauf. irgendwas haben sie auch noch sehr angemarkert. Bei Fein. Die Welt soll sehr voll sein, okay. Aber damit könnte ich halt leben. Soll super inszeniert sein. Das sind mehr so die positiven Sachen. Ich wollte gerade sagen, das klingt aber jetzt echt kacke. Ja, viele Missionen kennt man schon aus anderen Teilen. Die hat man praktisch halt irgendwie so von vorne nach hinten. Also ja, keine Ahnung, man hat sie von Far Cry 3 über Far Cry 4 dann jetzt irgendwie nach Far Cry Primal gerettet, wenn man das so sagen will. Okay. Also auf mich wirkt das irgendwie wie so ein Schnellschuss, wie das Ding angekündigt wurde, das kam so, ach übrigens, hier ist noch so ein Far Cry Spiel, das machen wir demnächst irgendwann mal. Und das wirkte irgendwie so lieblos irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Ja, vielleicht ist es das auch so ein bisschen. Also ich weiß nicht, du hast es glaube ich schon ganz gut gesagt hier, nicht zum Vollpreis. Vielleicht wenn es mal irgendwo für einen Zehner oder was zu haben ist, so traurig das auch klingt, aber... Ja, für 10er halte ich jetzt auch schon wieder ein bisschen übertrieben. Also das ist es jetzt auch nicht. Also ich meine, das ist ja schon... Also wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du kein Far Cry gespielt hast, ne? Und dich auch noch irgendwie für das Szenario interessierst, dann ist es auf jeden Fall die 50 Euro wert. Also dann, ja, dann kauf es dir, auf jeden Fall. Dann wirst du kein besseres Spiel finden. So, aber ja, wenn du schon Far Cry 3 und Far Cry 4 gespielt hast, dann hast du ja schon mal irgendwie fast 100 Euro in den Rachen geschmissen. Auf dem PC zumindest. Und aber du auch jetzt irgendwie keine Lust auf dieses Steinzeitmenschen-Szenario hast, dann wird das Spiel wohl eher nichts für dich werden. Mhm. Aber ich bin weit davon ab, jetzt zu sagen, das ist ein schlechtes Spiel. Also das ist bestimmt nicht. Sag jetzt nicht, oh, ich weiß es nicht, ich hab nur das Material. Naja. Deba sagt was. The Witcher 3 endet? Oh nein! Das längste Let's Play, was ich mir je angeschaut habe. Oh! Ja, es endet. Ich habe es durch. Ich habe fertig. Und ich habe fast geweint bei dem Ende. Es war wirklich sehr... Naja, du wirst es ja sehen. Da geht weiter. Far Cry Primal kaufe ich mir nicht, weil ich erstens keine Zeit dafür habe und außerdem spare ich ja für den neuen PC. Ah. Mass Effect Andromeda. Na, okay. Ja. Ja, kann ich verstehen. Das ist halt irgendwie auch so ein Ding, das... Ja, spar mal für einen ordentlichen PC. Das ist am besten eins, was auch noch VR kann. Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Lass es mal zusammen sparen. Könnt ihr für mich auch mitsparen? Ja, natürlich. Du darfst auch mal irgendwie ran. Tastatur berühren. Jeder so. Darf mal ran. Haben wir schon über den Preis von HTC Vive gesprochen? Nee, haben wir noch nicht. Aber das können wir dann im nächsten Teil machen, denn dieser Teil ist leider schon wieder vorbei. Das ist ja furchtbar. Und MacGyver, schreibt dir das mal auf. Und dann reden wir dann im nächsten Teil dann über den Preis von HTC Vive. Naja.
Ich sage tschüss, viel Spaß auf YouTube und genießt die Sonne oder den Regen oder was auch immer da draußen ist. Oder Schnee. Ich nach dem. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Macht's gut. Tschö. Tschüss. Ach, wie professional. Widerlich, die sind auch gekauft, die Jungs.